50.000 Energieberatungen in 20 Jahren und eine ungebrochen hohe Nachfrage. Das Team der Energieberatung Salzburg, ein Erfolgsprojekt des Landes und der Salzburg AG, feiert zum Jubiläum in der Brandbox in Bergheim und blickt in die Zukunft sowie auf die Entstehungsgeschichte. Die Energieberatung Salzburg als Kooperation von Salzburg AG und Land Salzburg gibt es jetzt seit 20 Jahren. Damals zu Beginn was Neues, da waren die Energieberatungsteams auch noch relativ klein, 2004. Neu insofern, als man die beiden damals schon bestehenden kleinen Beratungsteams der Salzburg AG und des Landes zusammengeführt hat, um eine gemeinsame, produktneutrale und unabhängige Beratung sicherzustellen. Meteorologe und Klimaexperte Andreas Jäger begeistert die Besucherinnen und Besucher mit einem spannenden Vortrag. Beim Vortrag geht es am Anfang einmal kurz noch um das Bewusstwerden des Klimawandels. Weil man kann nicht oft genug sagen, Achtung, das ist sehr ernst und es passiert gerade. Und das passiert galoppierend, das ist das eine. Das andere ist aber auch, man muss Lösungen kommunizieren, weil wir glauben immer, wir stehen immer wieder Ochs vom Berg, glauben, da geht nichts. Nein, wir haben eigentlich alle Lösungen jetzt schon parat, das ist wirklich wahr. Das Problem ist nur, wie kriegen wir die Leute dazu, dass wir es gemeinsam umsetzen. Aber die Lösungen sind da, wir müssen sie gar nicht erfinden. Ich glaube, man kann guten Gewissens sagen, dass das Thema Energieeffizienz, sowas wie ein Ceterum Censeo oder Energiepolitik der künftigen Energiewende ist. Wir werden hoffentlich, wenn wir es gut und effizient machen, viele Anwendungen energetische durch Strom ersetzen. Aber umso wichtiger wird sein, diesen Strom auch effizient einzusetzen, diese Energie effizient zu verwenden. Und da ist gerade sowas wie die Energieberatung ein kompetenter Partner für Kundinnen und Kunden, das auch gut auf die Straße zu bringen. Klimawandel, Preisexplosion, Heizungstausch. Hier die richtigen Entscheidungen zu treffen, fällt schwer. Knapp 50 Energieberaterinnen und Energieberater stehen den Kundinnen und Kunden im gesamten Bundesland zur Verfügung. In Wirklichkeit geht es in erster Linie mal darum, gut zu dämmen. Weil wenn ich gut gedämmt bin, dann brauche ich sowohl im Winter weniger Heizung, als auch im Sommer weniger Kühlung. Man darf nicht vergessen, Dämmen schützt nicht nur gegen Kälte, es schützt auch gegen Hitze. Also das ist immer das Allererste. Und dann geht es natürlich darum, die Leichen aus dem Keller, wie es so schön in der Werbung heißt, also die Fossilen rauszuschmeißen. Weitere Infos finden Sie unter www.salzburg.gv/energieberatung.